Liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu Nightmares 3 im Bonuskapitel Der gestohlene Schatz. Davy Jones' Tochter ist aus dem ewigen Tiefschlaf erwacht, mithilfe der Hexe. Und wir haben jetzt hier den Kelch mit Heilwasser, damit sie wieder zu Kräften kommt. Aber leider haben sich die drei Damen hier, also inklusive unserer Tochter, aus dem Staub gemacht, um irgendwo mal so richtig die Sau rauszulassen. Ich weiß nur nicht, in was für einem Club sie gelandet sein sollen, der eine Altersfreigabe von 16 bis 387 hat. Aber das werden wir jetzt wohl herausfinden. So, mach mal auf, das... Mensch. Du hast es hier mit Frauenpower zu tun, Tür. Du kannst aufgeben. Quick, we don't have much time. The girl is not well. She needs proper help. We need to take her out of this island. Have you got the healing water? Give it to me, then. Die hat so eine leise Stimme, leider. Ja, wie gesagt, die bittet nicht lange, die fordert einfach nur. Und da hinten sehen wir das absolute Inferno des Grauens. Der Schicksalsberg ist wohl ausgebrochen. I just waited here for a chance to get his powers. Imagine the power over life and death. Now, those powers have passed on to his daughter. Once I get her off this island, I'll be able to strip her of him. I hope Corey's all right. I need to get to town. Mach dir keine Sorgen. Corey wird sich tapfer schlagen. Sie ist wie gewohnt ohnmächtig. Ja, was soll man sagen? Da muss man Davy Jones noch viel mehr jetzt einen Vorwurf machen, dass er die alte Bratze nicht schon längst unter die Erde geschickt hat. Ich habe ja im Hauptspiel schon gesagt, ich verstehe es nicht. Und ich denke... Ich denke, das bestätigt jede meiner Behauptungen vorher. Die war einfach raffiniert, wo andere einfach total naiv und doof waren. Ich möchte jetzt niemanden anschauen, ist ja auch keiner da zum Anschauen, aber trotzdem. Jetzt haben wir ein neues Problem. Setz das doch jetzt... Hä? Fehlt da jetzt noch irgend... Okay, das geht so offenbar nicht. Diese drei... Ach so, müssen die... Davy verheimlicht viele Dinge. Ich habe einen Geheimgang gefunden, der vom Garten zur Stadt führt. Er hat ihn nicht einmal mir gegenüber erwähnt und ich bin sein Anwalt. Tja, Zappel-HW. Macht dir nichts draus. Ein geheimer Eingang. So, so. Ja, dann setzen wir dir noch jetzt mal in Gang. Ja, natürlich. Die Linien dürfen sich nicht überschneiden. Ihr seid ja witzig. Okay, das machen wir schon mal so. Das machen wir so. So, das löschen wir nochmal. Das machen wir so. Das machen wir so. Und das so. Kommt jetzt noch ein Rätsel? Natürlich. Oh Mensch, Leute, ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr.
Bestimmt geht auch diagonal. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Vor allem mit Rot und Lila, denke ich, erkennt man das Problem sofort. Machen wir erstmal das hier. Weg da. So. Dich füllen wir jetzt mal ganz hier außen rum. Ja, und hier bin ich jetzt echt überfordert. Da weiß ich nicht ganz, wie das gehen soll. Gucken wir mal. Ah. Ja, gut. Was, nochmal? Und du bist schon fertig? Da bist du aber fleißig gewesen, mein Lieber. Ah. So. Also man muss ja sagen, sie lassen sich wirklich sehr viel Neues an Rätseln einfallen. Gratulation an Artifex Mulli nochmal. Das ist echt geil. Vor allem dieses Führen mit der Maus selbst ohne Anklicken und so, das ist echt cool. So, ja, der Stiel von irgendwas. Ich habe auch einen Stiel schon mal gesehen. So, und was ist das hier? Okay, wieder eine Million Rätsel. Ich habe keine Lust. Ach, es geht nicht weiter, klar. Mhm. Scharfes Metallstück, komm. Hier, Ersatzhammer, das wird wohl nicht funktionieren. Hier, geht auch nicht. Nichts geht, alles klar. Tipp, was willst du jetzt von mir? Was soll ich denn da? Achso. Oh, langweil mich nicht. Keine Zeit zu verlieren. Ja, genau. Und jetzt zufällig kombiniert sich ja alles zusammen. Jetzt nimm das und damit hacken wir jetzt. Ups, Salat. Entschuldigung, ich muss dich natürlich mitnehmen. Komm, hand mal in mein Inventar und gleich zur Arbeit. Die Steine wollen nicht weichen. Oh, sind die Steine gemein zu dir? Böse Steine. Hau mal drauf, komm. Verbreite den Spalt. Nein? Okay. Gut. Ja, das Boot ist in die Häuser gestürzt. Klar. Weil wir alle gesehen haben, was passiert ist. Ach so, Hammer und Meißel? So? Did I really just see that? Überrascht dich das jetzt? Nach dem ganzen Scheiß, den du schon gesehen hast? Echt jetzt? Wenn ich Heidi Klum mal ohne Make-up sehen würde, dann würde ich diese Frage stellen, aber... sowas hier? Also echt jetzt. Ach Mist, da fehlt wieder irgendwas. Hier stürzt auch alles in den Bach runter. Ja, das kannst du wohl vergessen, meine Liebe. Genauso sieht's aus. Das kannst du vergessen. Ach so, man muss das... Ja. Was fehlt da? Dieses Teil. Und wo ist dieses Teil? Nicht hier natürlich. Das wäre auch wieder viel zu einfach, klar. Viel zu offensichtlich und etc. Und Tipp, ach, Tipp will sie wie Tipp möchte zurück. Tipp hält es hier nicht mehr aus. Kann ich verstehen, Tipp.
Jawohl. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt wird wieder Mahjong gespielt. Ey! Typ, wo bleibt dein Bing Bing? Das Eröffnungs-Bing Bing. Nicht einschlafen hier. Nur nicht nachlässig werden. Das habe ich nicht erlaubt. Das gestatte ich dir nicht. Jetzt habe ich dich nicht gefragt. Und genau dann mischst du dich wieder ein. Manipuliert mir wieder alles. Jetzt muss ich mich wieder völlig neu orientieren. Naja, ist ja kein Problem. Aber einfach ein bisschen lästig. In meiner Hektik komme ich dann einfach öfter mal auf diesen neuen Mission-Button. Komm, mach hinne. Los jetzt. So. Und ich garantiere euch, normalerweise, wenn ich das in der Wimmelbild-Szenerie gemacht hätte, da wäre ich nicht so schnell dadurch gekommen. Aber im Leben nicht. So, komm. Ja, ja, ich weiß, flüssiges Harz ist was ganz Tolles. Ach so, das funktioniert nicht. Ja, gut. Ja, genau, jetzt haben wir wieder einen Eimer voll Wasser, der ist nämlich immer nützlich. So. Du solltest dir was anderes einfallen lassen, na gut. Was? Hä? Um Gottes Willen, wie wäre ich denn jetzt darauf gekommen? Da komme ich gar nicht drauf. Genau, so sieht es nämlich aus. Da kommt doch keine Sau drauf, ganz ehrlich. Nur weil da ein Fragezeichen ist. Na, da hinten im Hintergrund brennt immer noch alles. Och, nee. Erdamulett. Nö. Also die... Viel beten die einzelnen Szenerien ja nicht. Man kann irgendwie nicht viel daraus mitnehmen. Naja, eigentlich so gar nichts. Was will ich denn jetzt hier noch? Das ist doch scheiße. Ist hier noch irgendwas? Nee. Das Ding ist komplett fertig. Ja, das habe ich mir gedacht. Ist hier im Eishaus irgendwas? Ja, ich weiß, dass das Eishaus in Trümmern liegt. Na und? Wen interessiert's? Echt? You don't say. Ah, ja, ein Gesicht ist immer ein nützlicher Gegenstand. So, jetzt komm her. Are you the new dungeon keeper? No? Well, I guess I'll get back to punishing myself then. I can't remember why Davy Jones threw me in here. But he must have had a good reason. Tell you what, behind those lava bars is a safe. Inside it, there's a list of me sins and a key out of the dungeon. Refresh me memory and read me me sins. You can keep the key. I don't need it anyway. Ja, ist okay. Ist okay. Nee, nee, Junge, der neue Dungeon Keeper bin ich leider nicht. Wenn du wissen willst, wer der neue Dungeon Keeper ist, dann musst du das gleichnamige Spiel spielen, um es zu wissen. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich den Kanal des gewissen Waldes 348 schaue und der hat das mal gespielt. Daher komme ich da drauf.
So, machen wir an der Stelle Schluss. Ja, machen wir. Das war schon die zweite Folge im Bonuskapitel. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Es geht hier munter weiter. Wir lernen ja immer wieder neue Leute hier kennen, so wie den da. Und dann würde ich sagen, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.